Die Monatshygienesituation ist in vielen armen Ländern ein fast vergessenes Problem, das nur wenig Beachtung findet. Es herrschen gerade auch in Äthiopien schlechte hygienische Bedingungen. An den meisten Schulen dort gibt es oft keine Toiletten und auch kein Wasser, um sich zu waschen. Sehr viele Mädchen sind gezwungen, aufgrund des oft kilometerweiten Schulweges während ihrer Tage zu Hause zu bleiben. Sie verlieren in 3 Jahren ganze 8 Monate an Schulzeit, was oft dazu führt, dass sie die Schule komplett abbrechen. Ein weiteres großes Problem ist auch, dass in der Familie kaum über das Thema Aufklärung gesprochen wird und für viele ein schädliches Tabuthema darstellt. Deshalb haben wir Jugendbotschafter das sogenannte Catchy-Projekt gegründet. Catchy steht für Catch Up Your Days und ist eine wiederverwendbare Stoffbinde, die in einen hübschen Stoffbeutel gepackt wird. Der Stoffbeutel kann mit in die Schule genommen werden und enthält eine Seife, einen zweiten Bindenträger, 3 bis 5 saubere Einlagen sowie einem Plastiksäckchen, in welchem verschmutzte Einlagen während der Schulzeit aufgehoben werden können. Wir sind im Juli 2017 nach Äthiopien geflogen und haben gemeinsam mit unseren jugendlichen Projektpartnern aus Addis Abeba das Konzept der Catchies und die Materialien überarbeitet, welche wir in Vorarlberg schon auf Englisch vorbereitet hatten. Unsere Workshop-Materialien sind sehr visuell aufgebaut, so kann der Workshop auch bei Sprachbarrieren trotzdem gut verstanden werden. Außerdem haben wir 6 Nähmaschinen finanziert. Gemeinsam sind wir dann alle weiter in den Süden in das ländliche Meki gereist, um das Projekt im Rahmen eines Sommercamps durchzuführen. Zunächst kam unser Workshop zum Einsatz, der die Herstellung und Reinigung der Stoffbinden, aber auch die Aufklärung rund um das Thema Menstruation beinhaltet. Dank der Nico Club Members aus Addis Abeba konnten wir die Inhalte auch wunderbar auf Amharisch vermitteln. Anfangs waren die Teilnehmerinnen noch etwas schüchtern, aber schon nach 15 Minuten wurden die Mädchen offener und diskutierten mit. Es entspannte die Atmosphäre ungemein, dass wir Jugendliche dieses Thema ansprachen und kein Erwachsener. Dann begannen wir die Schnittmuster vorzustellen und die ersten Catchies aus dem mitgebrachten Stoff auszuschneiden. Auch Mädchen, die zu spät kamen, wurden als erstes über das Thema aufgeklärt, bevor sie Binden nähen durften. Selbst Krankenschwestern aus einem Frauenprojekt in Meki kamen vorbei, um unsere Workshop-Materialien kennenzulernen. Mit der Zeit gingen uns die Nähnadeln aus, weil immer wieder neue Mädchen vorbeikamen. Eine Nählehrerin des Frauenprojekts half beim Aufbau unserer gesponserten Nähmaschinen und erklärte den Mädchen, wie man diese richtig bedient. Vier Nähmaschinen bleiben vor Ort in Meki im Girls Hostel. Die anderen beiden Nähmaschinen bleiben in Prox in Addis Abeba. Somit können dort die Nico Club Mädels den anderen Mädchen im Straßenkinderprojekt das Catchy-Nähen beibringen. Alle Teilnehmerinnen sind in Zukunft eingeladen, Nähunterricht bei ihr zu nehmen. Nach dem Nähen der Bindenträger zeigten wir ihnen, wie man die Einlagen und das Aufbewahrungssäckchen näht. Zum Abschluss erhielt jedes Mädchen noch ein Stück Seife und ein Plastiksäckchen für ihren Catchy-Beutel. Das Catchy-Projekt war ein großer Erfolg und wir freuen uns, dass die Mädchen das Gelernte mit Gewissheit weitergeben werden. An alle Äthiopienreisende:
Wir versuchen, so viel Flanell- und Baumwollstoffe wie möglich an unsere Catchy Mädchen zu liefern und freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt. Die Stoffe in Äthiopien sind teuer und von schlechter Qualität. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Carlatex Kleidersortierwerk in Hohenems für die Stoffspenden, sowie bei den Schulklassen von Caroline Hörburger und Marion Haller der HLW Marienberg, die uns ganz viele Catchy Kits zum Verteilen in Äthiopien genäht haben. Jeder von euch kann Nähmaschinen finanzieren.